Man kann nicht behaupten, dass die Welt, geschweige denn Deutschland, in den letzten Jahren vernünftiger geworden ist. Im Gegenteil, während durch Magazine und Feuilletons eine mehr oder minder krude Form der Kapitalismuskritik geistert, stürzt die Weltwirtschaftskrise viele Menschen in private Sinnkrisen. Weil die rationale Welt keine Antwort auf Krisen mehr zu bieten scheint oder sie eben diese Krise gerade erst produziert, wenden sich Menschen irrationalen Weltdeutungen und Glaubenssystemen zu. Die Folge? Ein seit Jahren boomender Esoterikmarkt, der inzwischen ein Volumen von vielen Milliarden Euro angenommen hat. Wir vom Klärwerk wollen uns in der heutigen Sendung mit Esoterik und Irrationalismus auseinandersetzen. Was ist eigentlich problematisch daran, dass sich Menschen aufgrund individueller Entscheidungen ein spirituell irrationales Weltbild zurechtlegen? Und wie könnte eine Welt ohne Esoterik aussehen? Fragen wie diese wollen wir in der kommenden Stunde klären, unter anderem im Rückgriff auf Adornos Thesen gegen den Okkultismus und mit Hilfe der Buchautorin Claudia Barth, die wir für diese Sendung interviewt haben. Geistheiler, Gurus, Elfen und geheime Mächte, das sind einige der Themen, mit denen sich Esoterikerinnen beschäftigen. Seit der Antike gibt es Esoterik als vermeintliches Geheimwissen, das zumeist über einen inneren Erkenntnisweg gewonnen werden soll. Wenn wir von Esoterik sprechen, dann wollen wir damit zumeist grob ein weites Feld von irrationalen Denkweisen, Ideologien und spirituellen und okkulten Praktiken umreißen. Für die Entwicklung der Esoterik in der Moderne waren vor allem die Theosophische Gesellschaft und ihre Mitbegründerin Helena Blavatsky zentral. Blavatskys Theosophie war eine Verbindung von verschiedensten neuzeitlichen Kulten, diversen fernöstlichen Lehren und einer Rassenlehre, die von sogenannten Wurzelrassen ausgeht, von denen eine auch die arische ist. Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Blavatsky enormen Einfluss auf die Entwicklung der Esoterik und diverse bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel auf den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. Jetzt könnte man meinen, die Hochzeiten der Esoterik wären in einer weitestgehend technisierten Gesellschaft vorbei. Doch ist dem wirklich so? Klärwerk sprach mit Claudia Barth, die als Autorin diverse Bücher zur Kritik der Esoterik veröffentlicht hat. Der Boom des New Age ist mittlerweile jetzt ja seit gut 20 Jahren vorbei. Und auch die Nachwirkungen der Hippie-Zeit sind kaum mehr relevant. Kann man denn überhaupt noch davon sprechen, dass Esoterik ein aktuelles Phänomen ist? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Esoterik ein aktuelles Phänomen ist. Die richtige Blütezeit der Esoterik war ja, also ihr habt jetzt die Hippie-Bewegung erwähnt, ne, und in den 80er Jahren ging das dann so langsam los. Aber so die richtige Blütezeit, wo es auch in die Breite der Bevölkerung zu wirken angefangen hat, waren ja eigentlich die 90er Jahre. Und seitdem sind, ich sage jetzt mal, die Umsatzzahlen auf diesem Esoterikmarkt riesig und das auch bis heute. Ich mache es an den Umsatzzahlen deswegen fest, denn es gibt keine verlässlichen Untersuchungen über diesen breiten Esoterikmarkt, also keine verlässlichen Zahlen, aber es ist eine sehr marktförmige Religion, in der Menschen sich ihren eigenen Glauben aus einer breiten Palette von Angebot einfach selbst zusammenstellen. Das heißt, der Einstieg ist vielfach über Literatur, Lebenshilfeliteratur, dann werden Seminare besucht und anhand dieser Umsatzzahlen kann man sich so ein bisschen ein Bild machen. Und nach Schätzungen hat dieser gesamte Psychomarkt in Deutschland einen Umsatz von bis zu 10 Milliarden Euro jährlich, also zwischen 5 und 10 Milliarden Euro wird von Experten geschätzt. Die großen Verlagsbuchhandlungen haben eigene Esoteriksparten, also zum Beispiel große Verlage wie Bastei-Lübbe oder Econ und List, Herder, Goldmann, Bertelsmann haben alle ihre eigenen Esoterikreihen. Also man kann bis heute davon ausgehen, dass ungefähr 20% aller Neuerscheinungen diesem Esoterikmarkt zuzurechnen sind und dass ungefähr 25% aller Bestseller der Bücher im Softcover-Bereich aus dem Bereich Esoterik stammen. Und insgesamt ungefähr 15% des Umsatzes im Bereich Esoterik erwirtschaftet werden im deutschen Buchmarkt. Also das heißt, das ist ein riesengroßer Markt da für diesen Bereich. Und du hast jetzt sozusagen das Medium erklärt, in dem Esoterik erscheint, aber wer vertritt denn in der Öffentlichkeit besonders offensiv so ein irrationales Weltbild? Also wer es besonders offensiv vertritt, da würde ich vielleicht als herausragendes Beispiel mal die Anthroposophen benennen, die
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland hat ungefähr 20.000 Mitglieder und hat Verbindungen bis in die höchsten Kreise der Politik. Das heißt, ganz viele etablierte Politiker oder Menschen im öffentlichen Leben, Schauspieler etc. Sind Sympathisanten der Anthroposophen. Die kommen oft so relativ harmlos daher, Anthroposophie mit den Waldorfschulen, die ja auch dazugehören, ist aber meines Erachtens die am stärksten ins öffentliche Leben gedrungene bzw. am stärksten finanziell unterstützte Esoterikgemeinschaft in Deutschland. Also ich kann mal so ein paar Namen nennen, wer die beispielsweise, welche prominenten Waldorf-Unterstützer es gibt. Ja, also die Liste ist wirklich endlos. Ich fange mal an mit Walter Riester, ehemaliger Arbeitsminister, Bundeskanzler Kohl. Das sind Leute, die haben alle ihre Kinder selbst auf Waldorfschulen geschickt und die Elternarbeit ist dort ja sehr stark, sodass man da auch mit eingebunden wird als Eltern und das unterstützt. Karl Otto Pöll beispielsweise, der heute Staatssekretär ist und früher Zentralbankchef war. Otto Schiele, der Innenminister, dessen Bruder, also der kommt aus einer hochrangigen Anthroposophenfamilie in Deutschland. Sein Bruder Konrad Schiele ist Chef der Anthroposophischen Freien Universität Wittenherdecke, zu der ich auch noch was erzählen könnte, die mit Staatsgeldern unterstützt wird. Also die Liste ist da wirklich endlos lang. Das ist eben nicht nur eine private Unterstützerliste, sondern die Anthroposophen haben ein riesiges Netzwerk an Unternehmen, die auch dazugehören. Also vielen ist bekannt, dass die Veleda Kosmetikreihe eine anthroposophische Reihe ist, dass der Chef von den DM-Märkten, der Götz Werner, ein finanzkräftiger Unterstützer der anthroposophischen Bewegung ist. Banken gehören dazu zur Bewegung, zum Beispiel die GLS Gemeinschaftsbank. Wie stark das öffentliche Leben prägt, kann ich vielleicht an einem Beispiel deutlich machen. Mit der Privatisierung der Hochschulen, die momentan stattfindet, gibt es ja auch immer mehr Möglichkeiten für die Wirtschaft dort einzugreifen. Das heißt zum Beispiel eigene Professuren, Stiftungsprofessuren an öffentliche Hochschulen zu setzen. Und zum Beispiel war bis dieses Jahr in Kassel-Witzenhausen an der Hochschule eine anthroposophische Professur, die gestiftet worden ist von anthroposophischen Firmen mit einer Summe von 1,1 Millionen Euro, einer C3-Professur für 6 Jahre. Dort wurde anthroposophische Grundlagen untersucht, wie sie in der Landwirtschaft einzusetzen sind. Also Homöopathie wurde dort auch getestet an Kühen etc. pp. Und sehr dubiose Dinge, die dieses möglich gemacht haben, dass so eine rein esoterische Lehre an einer staatlichen Hochschule gelehrt wird, waren anthroposophische Firmen. Das heißt, die Sponsoren waren zum Beispiel die Software AG Stiftung, die Alnatura GmbH, sowie der Forschungsring Biologisch-Dynamische Landwirtschaftsweise. Und da sieht man einfach, was das für eine weite Verflechtung ist. Wir kommen gleich zurück zum Interview mit Claudia Barth und machen einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit und zu einem anderen Autoren, Theodor W. Wiesengrund Adorno nämlich. Während seiner Zeit als Emigrant in den Vereinigten Staaten verfasste er die Minima Moralia, die Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Das Buch besteht im Wesentlichen aus Aphorismen und kurzen Abrissen über diverse tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen, die Adorno in den Vereinigten Staaten aufgrund eines allgemeinen Entwicklungsvorsprungs konstatieren konnte. Eine der letzten Fragmente in der Minima Moralia sind Adornos Thesen gegen den Okkultismus, in welchen er sich aus gesellschaftskritischer Perspektive ausführlich mit dem Okkultismus befasst. Vor allem die Anthroposophie, welche die einflussreichste esoterische Strömung in der Öffentlichkeit ist, und ihre Vorstellungen von Astralkörpern und Reinkarnation stehen im Fokus von Adornos Kritik. Immer wieder beschäftigen sich Journalisten und Linke mit diesen Thesen und sprechen ihnen eine zentrale Bedeutung für die Kritik der Esoterik zu. Doch können Adornos Thesen, die vor über 60 Jahren abgefasst wurden, tatsächlich noch eine solche Kritik leisten? Klärwerk versuchte die Thesen für euch im Rahmen eines Radiobeitrags zusammenzufassen und sie auf ihre Aktualität zu befragen. In der ersten seiner 9 Thesen gegen den Okkultismus hält Adorno fest: Die Neigung zum Okkultismus ist ein Symptom der Rückbildung des Bewusstseins. Die rechtsprechende Vernunft, die zum Begriff des einen Gottes sich erhoben hatte, scheint in dessen Sturz hineingerissen. Geist dissoziiert sich in Geister und büßt darüber die Fähigkeit ein, zu erkennen, dass es jene nicht gibt. Adorno bringt also die Neigung des Menschen zum Okkultismus direkt mit 2 Kernthesen seines Werkes in Verbindung. Die angesprochene Rückbildung des Bewusstseins resultiert aus einem generellen Zerfallsprozess des Subjekts, den Adorno im Spätkapitalismus konstatiert.
Den Menschen kommt aufgrund der Struktur der Gesellschaft und ihrer Institutionen immer mehr die Möglichkeit zur Reflexion abhanden, die eigentlich zentral für den Subjektbegriff der Aufklärung ist. Ein wichtiger Prozess, der dies veranschaulicht, ist der Zerfall der Bildungsidee. Da im Spätkapitalismus die Bildung wesentlich ökonomischen Zwecken untergeordnet wird, verlassen die meisten Menschen Bildungseinrichtungen nicht als reflexive Subjekte, sondern als verwertbares Humankapital. Bildung zerfällt zur Halbbildung. In seiner Theorie der Halbbildung spricht Adorno davon, dass Halbgebildete zu Sympathien mit dem Irrationalismus jeglicher Farbe, zumal dem Depravierten der Verherrlichung von Natur und Seele, neigen. Die Affinität der Menschen zum Irrationalismus wird auch durch die Vorherrschaft der instrumentellen Vernunft bedingt. Anstatt eine wirklich vernünftige Einrichtung der Gesellschaft ins Auge zu fassen, versachlicht sie zunehmend alle sozialen Beziehungen unter dem Primat des Nutzens. Ein immer weitreichender, subjektiv wahrgenommener Sinnverlust ist die Folge dessen. Wenn die objektive Realität den Lebendigen taub erscheint wie nie zuvor, so suchen sie ihr mit Abracadabra Sinn zu entlocken. Wahllos wird er dem nächsten Schlechten zugemutet. Die Vernünftigkeit des Wirklichen, mit der es nicht recht mehr stimmt, durch hüpfende Tische und die Strahlen von Erdhaufen ersetzt. Der von den Okkultisten und Esoterikern aufgespürte Sinn von Dingen oder auch der Geist, den sie in Gegenständen vermuten, ist allerdings nicht vorhanden und gleicht einer Wahnvorstellung. Anstatt den realen Verfall der Gesellschaft zu erfassen und entsprechende Veränderungen anzustoßen, versuchen Esoteriker einerseits Sinn in Katastrophen zu erkennen und andererseits wenden sie sich in der Rolle von Auserwählten, die Erkenntnisse tätigen können, die großen Teilen der Gesellschaft vorenthalten würden. Die Gewalt des Okkultismus wie des Faschismus, mit dem jenen Denkschemata vom Schlag des Antisemitischen verbinden, ist nicht nur die pathische. Sie liegt vielmehr darin, dass in den minderen Panazeen, Deckbildern gleichsam, das nach Wahrheit darbende Bewusstsein eine ihm dunkel gegenwärtige Erkenntnis meint greifen zu können, die der offizielle Fortschritt jeglicher Gestalt geflissentlich ihm vorenthält. Vor allem in den mittlerweile allgemein bekannten Verschwörungsideologien über den 11. September und über eine angebliche jüdische oder zionistische Weltverschwörung lassen sich Ähnlichkeiten zu Adornos Erkenntnissen über den Okkultismus finden. Doch auch die weiteren Ausführungen Adornos scheinen an Aktualität nichts eingebüßt zu haben. Vor allem die Suche nach einem vermeintlichen Sinn treibt wohl auch heute noch die meisten Esoteriker an und sie ermöglicht eine bessere Integration der Menschen in eine Leistungsgesellschaft, die jeglichen Sinn verloren hat. Die Okkulten sind praktische Leute, sie treibt nicht eitle Neugier, sie suchen Tipps. Fix geht es von den Sternen zum Termingeschäft. Obwohl die Esoterik-Szene sich permanent mit dem Zerfall der Gesellschaft, dem Zerfall von Werten oder Ähnlichem beschäftigt, verspricht sie sich von der transfigurierten, in den Himmel versetzten Gestalt der Gesellschaft eine Antwort, die nur gegen die Reale erteilt werden könnte. Gerade weil die Esoterik selbst dem größten Unheil einen Sinn zuspricht, entgeht also dem einzelnen Esoteriker jegliche Möglichkeit zur Reflexion über das reale Unheil der kapitalistischen Gesellschaft. Ein Ausweg aus dem Leid, das diese Gesellschaft verursacht, ist sicher nicht im Himmel oder in Geisterlehre zu suchen. Immer wieder ist in populärwissenschaftlichen Publikationen die Rede von den okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus und auch Adorno konstatierte in seinen Thesen eine Ähnlichkeit von Okkultismus und Faschismus, nicht nur in Bezug auf antisemitische Welterklärungen. Auch in den Lehren Blavatskys und Steiners finden sich diverse Äußerungen, die durchaus als rassistisch bezeichnet werden können, auch wenn das Anhänger der Anthroposophie und Theosophie vehement bestreiten. Doch hatte die Esoterik tatsächlich einen Einfluss auf den Nationalsozialismus oder handelt es sich um bloße Ähnlichkeiten von irrationalen Weltbildern? Hierzu hört ihr die Buchautorin Claudia Barth. Verschwörungstheorien sind ja auch ein grundlegender Bestandteil in nationalsozialistischer Ideologie. Gibt es denn noch weitere Zusammenhänge zwischen Esoterik und Nationalsozialismus? Also in der Geschichte finden sich natürlich manifeste Zusammenhänge zwischen Nationalsozialismus, also Faschismus in Deutschland und dem Aufkommen esoterischer Theorien. Das fängt dabei an, dass Esoterik entstanden ungefähr in Deutschland parallel zur Reichsgründung, sich dann formiert und zu einer ziemlichen Blüte gekommen, dass diese Esoterik, wie sie sich in Deutschland entwickelt hat, von Beginn an sehr stark angereichert wurde
mit nicht nur rassistischen und antisemitischen Konstrukten, die ich vorher schon genannt habe, sondern auch mit einer starken völkischen Denkweise, mit einer Bezug aufs alte Heidentum, aufs Germanentum. Damit sind sie natürlich d'accord gegangen mit den rechten politischen Bestrebungen, den alldeutschen etc., die es zu dieser Zeit gab.